Wir kommen zurück. Scheiße, da haben sie mich wohl entdeckt. Dann muss ich wohl von hinten an die dran. Da muss ich wohl am besten von hinten an die dran. Scheiße! Ich habe vergessen, dass da noch eine Hack. 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 Dann Akt ist das Hassa, Sass, Hass, Hassa. Da saß ja noch einer. Da saß ja noch einer. Kacke, Mist, 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 Mist. Schmutziges Geschäft, aber mit jedem Ziel, das du ausschaltest, rettest du 100 Leben. Und falls es dich beruhigt, du bist gut darin. Ob das dein Beruhigen soll, wenn man zu hören kriegt, du bist tot da drin, jemanden zu töten? Ich weiß nicht, ob mich das beruhigen würde, wenn mir einer sagt, jo, du bist gut zum Töten. Ich weiß nicht, ob mich das beruhigen würde. Ja, alles schon verhakt. Heads XP.
vorne ist das? Au. Das hat weh. Gehen einmal rum. Oh mein Gott. Bleib doch hier, ich brauch dein Dings. Bleib doch hier. Und dein Fell. Mein Gott, ey, bleib doch mal stehen, du Mistvieh. Wertlose Stück Scheiße! Okay, ich brauche dafür eine bessere Waffe. Ich glaube, die kannst du nicht einfach so killen. Ich würde eigentlich nach hier unten hin. Klettern wir mal hoch. Können wir nämlich von da oben irgendwie rüberfliegen? Huh.
So. Boah, da hinten kommen wir gar nicht rüber. Mission für Hulk. Na komm. Können wir auch rüber. Schnellreise machen. Komm ich wieder raus? Da ist die Tür. Machen wir erst die Quest für Hulk. Ich wollte hier reinreiten wie der verfluchte Clint Eastwood. Das ist der aus Far Cry 5. Das ist der Alte, der auf dem Dings sitzt. Warum bin ich hier? Nämlich weil du und ich zusammen. Das ist der in Far Cry 5 auf der Terrasse sitzt. Der goldene Pfad. Mann, ich nicht verstehen, was du sagen, Alter. Ich spreche deine Sprache nicht. Was du vermutlich sagen wolltest, ist, die Royal Army wird sich echt umgucken. Weil der goldene Pfad sind wir. Alter, echt jetzt? Die Typen haben mich immer voll schräg angeguckt wegen dem, was ich über den goldenen Pfad gesagt habe. Macht also Sinn. Okay, neuer Plan. Präventivkavallerie, genau. Du brauchst Hilfe, du rufst an, wir kommen rein und helfen dir. Ich oder meine, goldener Pfad? Die Jungs vom goldenen Pfad, genau. Das ist wieder, weißt du, wie der Vater so der Sohn. Was? Boom! Ich war Pommes, du noch Kartoffel. Das ist okay, du hast den Bummelzug genommen, aber du bist angekommen, das respektiere ich. Wir sehen uns schon irgendwo, Alter. Bis dann, mein goldener Pfad, Homie. Wuhu! Das ist wie der Sohn, wie der Vater so der Sohn. Alles klar. Ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass er es um die Ecke kommt. Alter, wie gut! Wie gut ist das denn? Wie geil! Kommt der Vater einfach drin vor? Hätte ich natürlich gewusst, wenn ich erst den vierten Teil gespielt hätte und dann das Dings. Hab ich aber nicht. Panzerball! Nein! Du bist eine Dealerin! Ich würde da jetzt nicht reingehen wollen. Wie erinnerst du mich noch? Worüber streiten sie sich überhaupt? Pagan-Mins Soldaten wollen eins unserer Camps angreifen. Ach, das haben wir gerade schon geguckt. Für Anita sind Informationen, die diese Krieger gesammelt haben, das Wichtigste. Sabal meint, es sei wichtiger, unsere Leute zu retten. Ihr habt euch... Und wie lange streiten sie schon? Lang genug. Es ist immer derselbe Streit und ihre Positionen ändern sich nie. Was für ein Mann du bist. Hey. Ich will dir nicht auf die Nerven gehen, aber du bist doch AJ Gale, oder? Danke, dass du uns hilfst. Das haben wir schon geguckt. Ich kann es aber auch nicht wegmachen. Das stört mich, dass ich die Sequenzen nicht wegmachen kann. Ich bin nur hier, um die Asche meiner Mutter zu verstreuen. Vielleicht. Aber jetzt hast du gesehen, was Pagan diesem Land angetan hat. Du bist der Sohn von Mohan Gale. Ob du willst oder nicht, du schuldest Kyrat etwas. Deine Entscheidungen haben Gewicht. Und jemand muss die Pattsituation zwischen Amita und Sabal auflösen.
Denk daran, verdammt, solange du hier bist. Oh, tu es doch. Tu es einfach. Zeig AJ, was für ein Mann du bist. Es geht um Menschenleben. Sie sterben, wenn wir nichts tun. Es geht hier um Krieg. Wir brauchen die Infos. Wir reden über die Soldaten für den Einsatz. Erinnerst du dich noch an Darpan? Und wenn ich die Wahl habe zwischen Darpan und Informationen, nehme ich die Infos. Ja, die Entscheidung, das hatten wir gerade schon in der letzten Folge. Ich habe einfach die nicht von ihr nicht gemacht. Nein. Wie kann ich helfen? Ja. Eines unserer Lager könnte überrannt werden. Keine Ahnung wann. Aber es gibt ein Blutbad. Ich muss ihnen jede mögliche Hilfe schicken. Willst du also helfen? Dann mach dich auf den Weg. In der letzten Folge, ja, wir machen uns aus dem Weg. Wenn ich nicht wieder... Wo muss ich denn hin? Da unten. Da ist noch ein Lager, aber das nehmen wir dann ein. Wir fliegen dahin. Ich nehme erst den Außenposten ein. Wenn die mal so weit rennen. Karma. Beende Karma-Ereignis, um den Karma zu erhalten. Ach, komm, Scheiße. Fünf bis zur nächsten Belohnung. Okay. Yay. Die 100 Meter, die können wir auch am besten laufen. Meine Fresse, treffen ist nicht so meins. Ich hab einen Pfeil. Wie kann ich eine Pfeile herstellen? Anscheinend doch überhaupt gar nicht. Okay, da unten ist der. Papier! Also. Ah.
So, warte mal. Herstellung. Waffengurt, sehr gut. Obwohl wir Beute, wir müssen auch noch Beutetasche besser machen, aber dafür brauchen wir Sambarfell. Ohne Sambarfell, das hab ich nicht. Beutekiste, ja, aber da habe ich jetzt gerade keine Zeit für. Noch ein Außenpost. Gut gemacht, Bruder. Deine Entschlossenheit erfüllt uns mit Stolz. Schüsse? Ich rücke vor! Spreche ich mit RJ Gully? Wer ist da? Keine Zeit für Erklärungen. Triff mich gleich bei meinem Studio. Ich hab da vorne jetzt. Als Geiseln. Du musst sie retten. Ich kümmere mich drum. Ja, aber jetzt nicht. Jetzt auf jeden Fall nicht. Jetzt machen wir erstmal da oben die Geiseln retten. Mal gucken. Alles ist wieder gut. Es ist alles wieder gut. Nieder mit der Rebellion! Verteilt euch! Scheiße! Eliminiert die Geisel! Mit dem Versager! Bewegung! Macht schneller! Mein Gott, ey.
Hätte auch besser ausfallen können. Wenn du nicht gewesen wärst, ich weiß nicht, was dann passiert wäre. AJ, danke für deine Hilfe da draußen. Die entführen ständig Leute für Zwangsarbeit oder nur zum Spaß. Befrei so viele, wie du kannst. Okay, gehen wir mal dahin. Gehen gleich mal hier unten rechts an der Seite gucken, was hier ist. Wie willst du die denn töten? Wie willst du die denn töten? Mal gucken, Panzerhorn. Panzerhorn. Noch zwei Panzerhorn-Dinger. Zwei Panzerhorn-Dinger. Ich weiß aber nicht, wo die sind. Zum Teufel, stopp! Anhalten! Und Granate! Ich leg dich um! Will ich nicht. Ich will ein bisschen dein Mundi, was du hast. Bitte den Rebellen einen deinen Dienst an. Hey, machen wir das mal. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Tschüss.